Hallo, ich habe gehört, dass Sie ein Dreibettzimmer vermieten. Ist das richtig? Merhaba. Anladığım kadarıyla kiraya vermek üzere 3 odalı bir daireniz var. Wir haben ein Dreibettzimmer und ein Vierbettzimmer zu vermieten. Für welches interessieren Sie sich? Aslında bir 3 odalı ve bir de 4 odalı var. Hangisiyle ilgilenirdiniz? Zeigen Sie uns bitte zuerst das Vierbettzimmer. Das ist für die Familie und für mich, Frau Schmidt und meinen beiden Kindern Dan und Sarah. Üç odalıyı görelim önce. Ben ve ailem için. Bayan Smith ve iki çocuğum da burada. Dan ve Sarah. Freut mich, Sie kennenzulernen. Nun, die Wohnung ist im dritten Stock im Gebäude C. Danışmak çok güzel. Pekala. C Block, Daire 3. Parken Sie einfach beim Besucherparkplatz. Wir treffen uns dort in 5 Minuten. Doğru gidin, ziyaretçi alanına park edin. Ben sizinle 5 dakika içerisinde orada buluşacağım. Also, ist es im dritten Stock? Daire 3. katta mı? Ja, es ist im dritten Stock. Leider gibt es keinen Fahrstuhl. Evet. Dış merdivenlerden 3. katta. Üzgünüm ama asansörümüz yok. Das ist in Ordnung. Meine Kinder helfen mir beim Tragen. Können wir hineingehen? Önemli değil. Çocukların bir şeyleri taşımaya yardım edebilirler. İçeri girsek mi? Ja, bitte. Sie sehen sich einfach um und wenn Sie Fragen haben, einfach fragen. Evet, lütfen. Etrafa bakın. Herhangi bir sorunuz olursa bana sorun. Erlauben Sie Haustiere? Evcil hayvanlara izin veriyor musunuz? Das kommt darauf an, was es für Tiere sind. Was haben Sie für Haustiere? Hayvana göre değişir. Ne tür evcil hayvanların var denn? Ich halte 2 Echsen in einem Terrarium. Teraryumda iki kertenkele besliyorum. Dafür würde ich wahrscheinlich keine Kaution verlangen. Normalerweise haben die Leute Hunde oder Katzen. Onlar için muhtemelen ücret talep etmem. Normalde insanların kedileri ve köpekleri oluyor. Bei Katzen fällt eine Kaution von 200 Euro an, bei Hunden 300 Euro, zusätzlich zur Kautionssicherheit von 150 Euro. 150 dolar güvenlik depozitosuna ek olarak kediler için 200 dolar ve köpekler için de 300 dolar depozito var. Dan, Sarah, kommt bitte her und seht euch das Schlafzimmer an. Was denkt ihr? Dan, Sarah, gelin yatak odalarına bakın. Ne düşünüyorsunuz? Mir gefällt das gut. Es ist größer als das andere Schlafzimmer. Bunu beğendim. Ötekinden daha büyük. Darf ich mein Zimmer rosa anstreichen, Mama? Benimkini pembeye boyayabilir miyim anne? Wie hoch ist die Monatsmiete? Dürfen wir die Wohnung streichen und dekorieren? Bu dairenin kirası aylık ne kadar? Ve boyamaya veya dekore etmeye iznimiz var mı? Das hier mit 3 Schlafzimmern kostet 950 Euro im Monat. Die Wohnung mit den 4 Schlafzimmern kostet 1.100 Euro im Monat. Bu 3 odalı aylık 950 dolar. 4 odalı olan aylık 1100 dolar. Sie dürfen Bilder aufhängen, aber bitte machen Sie keine großen Löcher in die Wände. Bitte sprechen Sie mit mir, bevor Sie die Wände streichen. Aber grundsätzlich ist das kein Problem. Resim asabilirsiniz. Yalnız sadece duvarlara büyük delikler açmayın. Boyamadan önce bana bir danışın. Genellikle sıkıntı olmaz. Wie viel Miete und Kaution müssen wir vorstrecken? Ne kadar ön ödeme istiyorsunuz? Wir benötigen alle Sicherheitskaution sowie die Haustierkaution und eine Monatsmiete im Voraus. Güvenlik depozitosunun tamamı ve evcil hayvan ön ödemesi ile ilk ayın kirası.
Gibt es auch hier Kinderspielplätze? Und wie sieht es mit Waschmaschinen aus? Aileler ve çocuklar için herhangi bir kolaylığınız var mı? Ve çamaşırhane imkanı var mı? Ja, es gibt einen kleinen Kinderspielplatz hinter dem anderen Gebäude. Zudem gibt es noch einen kleinen Swimmingpool, den wir im Sommer öffnen. Evet, diğer binanın arkasında küçük bir oyun alanımız var. Ayrıca yaz boyunca açtığımız küçük bir havuzumuz var. Und wir haben auch einen kleinen Platz für eine Waschmaschine im Zimmer. Außerdem gibt es im Gebäude C einen Waschkeller. Yıkama, kurulama için apartmanda küçük bir alan var. D blok, bodrum katta ayrıca bir çamaşırhanemiz mevcut. Mama, die haben hier auch einen Pool. Dürfen wir bitte schwimmen gehen, bitte? Anne, havuzları var. Yüzmeye gidebilir miyiz? Lütfen, lütfen. Im Sommer, Maus. Jetzt ist es zu kalt. Yaz mevsiminde canım. Şimdi hava çok serin. Sehr gut. Es sieht alles gut aus. Die Spüle, der Abfluss, der Kühlschrank sind sauber und funktionieren. Und die Lichter funktionieren auch. Pekala. Her şey çalışıyor gibi görünüyor. Çeşmeler, buzdolabı hoş ve temiz. Işıklar çalışıyor. Gibt es WLAN im Haus? Haben Sie Kabel oder Satellitenfernsehen? İnternet veya Wi-Fi var mı? Kablo TV veya uydu nasıl oluyor? Es gibt kostenloses WLAN und Satellitenfernsehen. Temel kanallar olsa da uydu televizyon ve ücretsiz internet ücreti dahil. Perfekt. Dann kann ich meine Spiele spielen. Oh ne güzel. Oyun oynayabilirim. Nach den Hausaufgaben, Dan. Ödevlerini bitirdikten sonra Dan.